Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen wegen einem Produkt, was ich schon in der ähnlichen Form schon mal getestet hatte, wo ich auch gerade eine Weile benutzt habe, wo ich auch den Mikrofontest noch mit euch machen, für euch machen will, damit ihr also ein Mikrofon aufnehmen und für euch zur Verfügung stellen, damit ihr euch das anhören könnt, wie es sich anhört. Ich habe das aufgemacht, um zu gucken, ob es auch das ist, was das ist, weil meine Frau bestellt auch öfters mal was, und die möchte halt nicht, dass ihre Produkte teilweise hier mit drin sind, wenn es irgendwelche Schminksachen sind und irgendwelche Zeug, keine Ahnung. Ich nicht fragen, happy wife, happy life, machen lassen. Wenn es dich nicht zu interessieren hat, du darfst nur Pakete annehmen. Mehr darfst du nicht machen. Annehmen, reingucken, ist nicht das, was du erwartet hast. Ist irgendwas anderes? Nicht nachfragen, was es ist. Nicht nachfragen, wofür was es ist. Einfach nur nicht meins geben. Happy Wife, Happy Life. So, aber warum ich das euch jetzt so genau noch zeige, ist halt, ich habe das bekommen von Amazon. Also der Händler hat gesagt, hier Amazon, schickt dem das mal. Also ich brauche das nicht bezahlen, deswegen steht hier irgendwo Werbung. Schick dem das mal. Und dann kommt das von Amazon zu mir, ich mache ein Video, der Händler sagt, toll, danke, fertig. Jetzt zeige ich euch, wie, also damit hat der Händler jetzt nichts zu tun, das ist Amazon, die damit was zu tun haben. Ich zeige euch das mal, wie das jetzt bei mir ankam. Vorsichtig auspacken, nicht, dass es noch sauber wird. So kam das an bei mir. Und das zieht sich komplett ringsherum. Und falls ihr jetzt denkt, vielleicht ist das der Style, vielleicht soll es ja so dunkel sein, das soll ja nicht so weiß sein. Es sollte mal weiß sein. Ich habe keine Ahnung, was Amazon damit gemacht hat, weil der Karton ist sauber, alles drin sauber. Ich habe keine Ahnung, was Amazon damit gemacht hat, wo dit, in welchem Lager das gelegen hat. Und es ist ja nicht nur Staub, es ist ja alles Mögliche. Alleine vom Auspacken über die Luft hier schon trocken. Aber ich zeige euch das auch gleich noch in der Unboxing-Ansicht von nahen. Dafür wechseln wir mal in die Unboxing-Ansicht. So, wir sind in der Unboxing-Ansicht. Wie gesagt, hier, der Karton ist wirklich weiß. Also da ist ja, sauber, da ist nichts. Und das ist das gute Stück. Oh. Wieso ist denn hier schon wieder der manuelle Fokus drinne? So. Ich habe es nochmal umgestellt. Weil manchmal, ich weiß nicht, wo das Problem ist, wenn ich hier diesen Fokus mache, also dass es nochmal fokussiert, dann geht er ganz kurz in den manuellen Modus, fokussiert das und geht da wieder in automatisch rein. Aber manchmal geht er aus dem manuellen Fokus nicht wieder raus. Also keine Ahnung. So. Und hier, ich zeige euch das mal. Das ist hier nicht nur Staub. Jetzt guck mal, es ist, ja, wenn ich das so wegmache, es ist zwar ein bisschen was, aber es ist immer noch. Aber passt mal auf, wenn ich es nass mache. Dann wird alles sauber. Ach, guck mal. Jetzt sehen wir das auch. Ich habe keine Ahnung, was Amazon damit gemacht hat. Wo das gelagert war, und ich habe null Peilung, aber das so zu liefern, also ich bin Amazon Fanboy, kann man sagen. Ich habe Fire TV, ich habe mir jeden Fire TV geholt. Ja, aber die Pro-Fernbedienung, ich bin Prime-Kunde seit Jahren,
Und bin mit Amazon eigentlich sehr zufrieden. Ich würde alles auf Amazon kaufen, auch Lebensmittel, aber die liefern sie bei uns nicht, weil wir zu weit weg sind vom nächsten Lager. Aber in der ganzen Zeit, wo ich bei Amazon bestellt hatte, ich hatte schon kaputte Kartons, wo eine Ecke kaputt war, eingerissen war, eingedellt war. Hatte ich alles schon mal gehabt. Selten, aber es kommt mal vor. Aber so ein dreckigen Karton, so mistig. Und den Kunden sowas noch anzudrehen, ohne das vielleicht mal vorher im Werk sauber zu machen oder am Lager, das finde ich eine Frechheit. Also das ist bodenlos. So, wir haben dann hier vier verschiedene Größen für die Gummidinger. Das sind In-Ears mit USB. Ich hasse In-Ears. Ich hasse In-Ears. Aber viele von euch sagen, ich hatte die ja schon mal vorgestellt von einem anderen Händler, nicht in In-Ears, schon in In-Ears, aber ohne diese Gummischeiße. Und viele haben gesagt, oh, aber ich mag die In-Ears, die machen das Ohr denn so schön dicht. Und dann kommt nichts von außen. Und da hat sich der Händler jetzt bei mir gemeldet und hat gesagt, möchtest du das mal testen? Und ich habe gesagt, naja, klar, dass es für die Leute auch mal zu sehen ist, dass es sowas halt auch mit In-Ears gibt, mit diesem Gummidings. Braucht man nicht, ist ja nur USB hier. Oh. Der Kabel ist schön lang. Ja. Wir haben hier eine Fernbedienung mit dran. Ich werde mal nochmal versuchen, das euch nochmal ein bisschen ranzuzoomen. So. Nochmal Fokus vielleicht. Ja, ein bisschen könnt ihr das erkennen. Also der will gerade nicht so wirklich diese kleine Zeichnung hier fokussieren, aber ein bisschen könnt ihr das erkennen. Hier ist Minus, hier ist Plus und hier ist die Aktionstaste in der Mitte. Ja, also jetzt könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Der Druckpunkt ist gut. Hat wirklich guten Druckpunkt. Hier ist auch ein Mikrofon mit eingebaut, so wie es aussieht. Ja, also das wird dann wahrscheinlich auch hier oben mit drinne sein. Bewegt sich so ein bisschen mit. Also die ganze Ding ist eine Taste. Die ganze Oberseite bewegt sich mit. Aber die Kabel sind hier gut drin. Hier finde ich es halt nicht so toll. Sieht ein bisschen locker aus. Wenn ich hier so reingucke, das gefällt mir jetzt nicht so pralle. Aber es sieht nicht so aus, als wenn er rausrutscht. Auf der Seite auch. Hier ist auch, also das finde ich jetzt auch nicht so schön, dass es hier so rausguckt. Da hätte man vielleicht noch eine kleine Gummidichtung drüber machen können, die dann sich nochmal verengt. Ja, dass man das halt hier drinne hat und dann hier raus das Gummi geht, dass man da halt nicht so eine scharfe Kante hat. Und das ist okay, aber persönlich gefällt es mir halt nicht. Ja. So wie hier. Hier schön dicht. Ja, seht ihr das? Schön fest. Das Metall. Was ich schön finde, ist mit dem Kreis hier vorne. Da kann man schön rein und raus machen. Der Kabel ist wirklich schön lang. Die haben mir das geschickt: PlayStation 5, Xbox, PC. Ja, okay. Es ist USB. Es wird für die PlayStation wahrscheinlich funktionieren, aber. Also, wenn man die PlayStation nicht direkt neben sich hat und dann das mit einem Kabel ranmachen kann, ich würde nicht jetzt hier quer durch bis zu, von der PlayStation bis zum Sofa ein Kabel legen wollen, also hängen lassen wollen wegen den Katzen. Ganz im Gegenteil, das ist bei meinem Kater kontraproduktiv. Seht ihr ja hier gerade, der fastet ja gleich als Spielzeug auf. Nur weil es hier liegt, ist kabelig, ist Spielzeug, nicht? Ja, aber wir werden auf jeden Fall mal testen. Ich werde dann nachher mal einen PC noch in Video machen und die mal vom Sound her testen und das Mikrofon diesmal gleichzeitig testen. Und dann mache ich mal zum anderen auch gleich noch den Mikrofontest, dass das zeitnah zusammen veröffentlicht werden kann. Weil so gibt es da jetzt nichts weiter zu sagen. Ihr habt es gesehen. Dreckige Verpackung. Kabel sieht okay aus. Von der Verarbeitung ist es auch okay. Und dafür kann der Händler nichts. Das ist bei Amazon eingelagert. Das ist ganz allein Amazon Schuld. Nicht vom Händler. So.
Ja, und dann würde ich sagen, dann packen wir das gleich mal am PC ein und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie da performt und machen eine Mikrofonprobe. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.